Hallo und willkommen zurück bei On The Table mit einem neuen Projekt. Und zwar diesmal kein Gundam, auch kein Bandai-Modell, sondern ihn hier. Und zwar ist es ein Zoid, und zwar der Saber Tiger. Ist ein 1:72 Modell von der chinesischen Firma Kotobukiya. Ich glaube, die sind aus China. Also im Prinzip nichts Japanisches, sondern mal aus der anderen Ecke. Ja, ein Zoid wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Aber irgendwie bei Hobbylink Japan sind die meistens irgendwie ausverkauft oder es sind immer nur die Modelle dabei, die entweder A, saumäßig teuer sind oder mir von der Form irgendwie nicht so gefallen. Die haben nämlich alles irgendwie so gemeinsam. Es sind meistens irgendwie halt so, ja, Tiere, halt Katzen, was gibt es noch, irgendwie, ja, Saurier in allen möglichen Variationen von klein bis groß. Wolf gibt es noch. Ich glaube, irgendwie auch eine Schildkröte, Nashorn, sowas halt. Ja, es sind halt so ganz genau, was sie sind, weiß ich auch noch nicht so ganz. Hab mich mal so ein bisschen eingelesen. Deswegen die Serie halt Zoids, gibt es halt auch eine Anime-Serie. Die ist eigentlich auch schon uralt, mehr oder weniger. Und läuft auch schon ewig und drei Tage. Ich weiß gar nicht, ob es eine aktuelle Serie gibt. Aber halt die ursprüngliche Serie, keine Ahnung, wie alt die ist, habe ich schon wieder verdrängt. Auf jeden Fall auch fast ähnlich alt wie die Gundam-Serie, die dann jetzt auch irgendwie 35 Jahre oder sowas halt läuft. Und ja, deswegen, ich denke, Zoids gibt es dann auch schon so seit 30 oder 25 Jahren. Und es geht eigentlich irgendwie, dass hier diese, ja, diese Zoids, also diese Roboter-Tiere, eigentlich auch nicht so wirklich als Roboter sind, sondern die sind nicht irgendwie gebaut oder sonst irgendwie was. Also die sind anscheinend dann doch irgendwie, ja, so halbwegs lebendig oder keine Ahnung, also die auf dem Planeten gibt es die halt auch so. Die können gesteuert werden, müssen aber anscheinend nicht. Ich kann natürlich auch hier großen Blödsinn erzählen, aber es ist, wenn man irgendwie englische Seiten liest, die aus chinesisch oder japanisch halt übersetzt werden, ist es ein bisschen kompliziert und wenn man dann absolut keine Ahnung von der Serie hat, muss man da irgendwie mehr oder weniger das glauben, was da steht, beziehungsweise das rein interpretieren, was da steht. Insofern, also so irgendwie pseudo lebendig, keine Ahnung, halt mechanisch, aber kein Ding an sich, sondern so, ja, man wird es fast so wie so ein Transformer halt auch ist, irgendwie schon, ja, eine Maschine, aber doch irgendwie halt lebendig. Wie gesagt, die Serie an sich gibt es schon länger, auch wie man hier sieht. Das Modell ist von 2008. Und so wie ich es halt weiß, gab es auch schon früher irgendwie Modelle oder halt Spielzeug. Ich glaube, es war mehr oder weniger Spielzeug, was ich, als ich noch sehr, sehr jung war, kann ich mich irgendwie an Zoids erinnern, dass ich die mal irgendwo in einem Fedes-Katalog, irgendwie da so ein Weihnachtskatalog, gab es ja dann immer früher, habe ich die, glaube ich, schon mal gesehen. Damals halt nicht hier Kotobukiya, sondern hier von Tomy. Das ist halt, deswegen steht hier auch drauf, Tomy Zoids, Trademark of Tomy Company. Die haben da ihre Griffel drauf und halt das Modell ist jetzt halt von Kotobukiya. Es gibt auch noch andere Modelle von anderen Herstellern.
Da gibt es halt auch in einem anderen Maßstab, muss man halt ein bisschen drauf achten, wenn man da sich so ein Modell kauft, was man da holt. Mir gefallen halt die 1 zu 72 ganz gut. Es gibt auch die 1 zu 144 oder halt SD. Die sind halt, ich weiß nicht, also was ich da gesehen habe, sieht irgendwie ein bisschen grenzwertig aus. Das ist, ja, weiß ich nicht. Was ich da so gesehen habe, sieht mehr nach UI als sonst irgendwie was aus. Deswegen lieber ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, als ja, ein Modell zu haben, was einem nicht gefällt. In die Tasche greifen, ich weiß nicht, ob das bei Cotobuki ja auch hier irgendwie draufsteht, von wegen, wie teuer es ist. Nee, nee, anscheinend nicht. Oder zumindest sehe ich es halt nicht. Bandai hat es ja sonst hier immer im Strichcode drin, aber das ist nicht der Preis. Keine Angst. Sind ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen viel teurer als ein Gundam. Gerade irgendwie Anfängermodelle, das fängt dann irgendwo so knapp bei 20, 25 Euro an. Ich glaube, das hier waren jetzt so 35. Eigentlich wollte ich mir auch ein anderes Modell halt kaufen, aber wie gesagt, man bei Hobbylink Japan, da muss man einfach im Prinzip zugreifen, wenn was da ist. Ich hatte halt einen anderen eigentlich vorbestellt und ich hatte ja meine Bestellung 2 Monate eigentlich offen. Und im Prinzip wurde da ja eigentlich immer um 1 Monat verschoben. Glaub, als ich beim letzten Mal reingeguckt habe, hier Anfang August, war dann auch irgendwie Liefertermin vielleicht für September und der war zwischenzeitlich sehr wahrscheinlich immer noch nicht da. Insofern weiß ich halt auch nicht. Die gehen auf jeden Fall immer irgendwie weg wie warme Semmeln und da muss man echt Glück haben, dass man da irgendwas auf Lager findet, was einem gefällt. Deswegen halt auch den Saber Tiger, den hat halt auch jemand aus dem Hobbylink TV Forum, hatte den halt gebaut. Deswegen kam ich eigentlich auch jetzt hier auf den Saber Tiger. Er hatte da ein paar Probleme gehabt und deswegen wollte ich mir das jetzt auch mal angucken. Und wie gesagt, mein anderes Modell, da hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben. Deswegen habe ich gedacht, okay, ah, der ist im Lager, okay, dann hol mal den. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich will einen Zoid ausprobieren und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen hopp rein da. So kam ich zu ihm. Wie gesagt, etwas älteres Modell. Deswegen 2008. Ja, sind dann halt auch schon 6 Jahre. Aber mal schauen. Im Prinzip, dem Plastik soll es ja nichts ausmachen. Und ja, dann schauen wir uns mal ein bisschen noch die Kiste hier an. Man sagt hier irgendwelche lustigen Informationen zur Serie, zum Zoid. Mein Japanisch ist halt scheiße, tut mir leid. Ich kann es nicht lesen. Wer es lesen kann, der kann sich gerne melden und mir das hier übersetzen. Was zumindest mal hier steht, das hier ist irgendwie Warnung, dass bestimmt man, dass man es nicht irgendwie kleinen Kindern in die Hände geben soll und das verschluckt wird und sowieso, also überall mit Achtung, ist da nicht allzu gut. Dann, ja, hier von der Seite als Modell, würde ich sagen. So soll er dann später einmal aussehen. Ich werde mich da auch so ein bisschen an die, ja, an die Farben so weit halten. Vielleicht nicht gerade jetzt hier irgendwie grau verwenden oder halt dieses komische Eierschalenweiß oder sonst irgendwie was. Da werde ich was anderes. Aber halt, ich werde ihn auf jeden Fall rot machen und alles andere werde ich dann halt sehen. So viel halt dazu. Bin auch sehr gespannt, wie es hier mit den ganzen Posen halt klappt, wenn hier Farbe drauf ist. Das ist ja meine größten Bedenken, dass das dann nicht mehr so
funktioniert. Also man kann ihn hier in allen möglichen Varianten darstellen, halt stehend, mit gefletschten Zähnen, irgendwie sitzend, liegend, mit einem passenden Standfuß, auch springend. Und also da hat man eigentlich sogar fast mehr Möglichkeiten als mit einem Gundam. Aber wie gesagt, da wird wohl der größte Hinderungsgrund sein, wenn da Farbe drauf ist, dass ich wieder viel zu viel Angst habe, dass ich da irgendwelche Kratzer reinmache. Oder dass halt wieder, ja, durch die Farbe das alles ein bisschen zu schwergängig wird. Dass da halt nicht mehr allzu viel von der Bewegung übrig bleibt. Bin ich also ziemlich gespannt, wie es dann am Ende wird. Und ja. Im Prinzip war es das zur Boxvorstellung. Ich kann ja schon mal hier kurz aufmachen, damit ihr ungefähr seht, was auf euch in der nächsten Folge zukommt. Denn es ist im Prinzip jede Menge Plastik hier drin. Hier die Anleitung legen wir mal schon mal raus. Also jede Menge Plastik. Auch wenn es so aussieht, als wären hier einige Runner einzeln verpackt, aber hier gibt es auch ja, welche Liga doppelt. Und ich habe schon mal so kurz durchgeguckt. Es gibt auch viele, viele kleine Runner, wo irgendwie ja, nur so ein paar Teile drauf sind. Ist halt alles ein bisschen anders als bei Bandai. Aber muss ja nicht unbedingt schlechter sein. Und ja, ansonsten, ich habe noch nicht sonst so viel da geguckt. Und bin mal gespannt, wie es halt auch von der Qualität vom Plastik her, ja, Plastik her wird. Weil komplett anderer Hersteller hatte ich ja auch nicht. Ich hatte zwar Yamato halt dieses Jahr gemacht, aber das war ja auch ein Bandai-Modell. Insofern, ob da jetzt ein Raumschiff draus wird oder halt ein Gundam. Das ist ja fast egal, aber halt irgendwie ein anderer Hersteller stellt seine Modelle oder halt seine Sachen halt auch anders her, bezieht anderen Plastik oder sonst irgendwie was. Und da muss man dann mal gucken. Gut, wie gesagt, das war's dann mal für die erste Folge mit der Boxvorstellung. Ich versuche jetzt mal hier die ganzen Teile aus den Tüten zu reißen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir uns die Teile ein bisschen näher an und vor allen Dingen auch mal so hier das Handbuch. Na, wie gesagt, mehrere Posen. Also, bis dann.